Ahoi, liebe Campingfreunde, zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Wir sind immer noch bei den Peppers und zwar diesmal was Neues, was wirklich eine, ich würde sagen schon Weltneuheit, Weltpremiere, nach Weltpremiere, ja. Klingt besser. Und zwar diesmal gibt es den Pepper auf VW-Basis, der Exkursion, so würde ich ihn sagen, Excursion könnte es natürlich auch sein, aber Exkursion, weil Exkursion, ne? Wie nennt sich das hier? Verreisen und sowas. Das kann man auf jeden Fall mit dem machen. Weitere Details gibt es wann? Nach dem Intro. So, wir befinden uns jetzt in dem Weinsberg Pepper auf dem VW-Basis, also auf dem T6-1. Ja, wie man hier sehen kann, das Cockpit natürlich ist auch wieder anders, logischerweise. Du hast halt ein typisches VW-Bully-Cockpit. Wir haben hier eine Änderung, weil natürlich das Ganze hier vorne etwas weiter runterkommt. Also du hast nicht so eine hohe Höhe und musst dich da ein bisschen natürlich rauswinden. Allerdings, wenn du da sitzt, ist das kein Problem. Muss halt nur aufpassen, wenn du den Kopf sozusagen, wenn du dann aufstehen willst auf dem Kopf. Was uns gleich auffällt, oben über dem Skyview haben wir natürlich gleich ein großes Bett. Das ist nämlich ein drittes Bett, was man hier zusätzlich dazu klappen kann. Das wird dann im Prinzip hier runtergeklappt und hier auf diese Einlage wird das dann aufgelegt. Der Fernseher ist an gewohnter Position. Dann haben wir hier natürlich den Sitzbereich. Der Sitzbereich ist natürlich für das Fahrzeug ein bisschen kleiner, weil es ist auch ein kleineres Fahrzeug. Ich muss nochmal gucken, wie viel lang der ist. Das können wir euch mal einblenden. Er ist halt dadurch wendiger. Ja, Küche auf der linken Seite. Hier vorne gleich der Kühlschrank. Ein doch sehr großer Kühlschrank, finde ich, für die Größe des Fahrzeuges. Ist schon wirklich sehr gut. Schubladen haben wir auf dieser Seite, Besteck und Co. Natürlich gewohnt mit Softclose, tolle Sache, gleich verriegelt, kann man während der Fahrt auch nicht vergessen. Gasplatte, also Kochfeld, als auch das Waschbecken und auch das ist Softclose, finde ich sehr schön gemacht. Jetzt haben wir hier oben natürlich noch ein großes Fach drin. Das große Fach ist allerdings mit das einzige, was wir im vorderen Bereich haben. Denn auch hier hinten ist natürlich kein Fach da, weil wir ja hier das Bett haben. Und ja, schauen wir uns auch das Bad einfach mal an. Ich finde, für die Größe ist das super komfortabel. Auch hier haben wir wieder das Prinzip, dass man, wenn man zur Toilette gehen will, muss man das Waschbecken rüberziehen. Das heißt, man öffnet hier die Riegelung. Ich kann das jetzt mit einer Hand leider nicht machen. Und dann kann man das Waschbecken im Duschbereich hinterlegen. Das finde ich vom Patent her sehr gut, weil man halt wirklich diese beiden Bereiche so ein bisschen gut benutzen kann. Die Dusche mit zwei Abläufen, da hat man auch gut mitgedacht, vorne und so ein bisschen in der Mitte hinten. Das ist, denke ich, total ausreichend, wenn man mal ein bisschen schräger steht. Ja, was ich gut finde ist, wir haben hier eine kleine Trittstufe, die dann sich sozusagen nach unten bewegt und dann kann man besser ins Bett einsteigen. Das ist eine gute Sache. Dann haben wir hier noch einen Schrank. Dieser Schrank ist natürlich auch noch, da haben wir noch Versorgungsfach darunter. Und hier hast du halt noch ein bisschen Möglichkeiten, auch mal so ein paar Kleidersachen abzuhängen, denn das ist so ein Kleiderbügel. Und dann haben wir noch eine Besonderheit in diesem Fahrzeug. Nicht nur, dass hier hinten natürlich das Bett ist, sondern dieses Bett ist auch erweiterbar. Diesen Bereich, den kann man wegklappen und das können wir euch jetzt hier natürlich nicht zeigen. Allerdings ist das wegklappbar und dann kommt dieses Kissen dazu. Das packt ihr hier rein und dann habt ihr im Prinzip ein schön großes Bett. Das Bettmaß blenden wir euch nochmal ein. Ja, so kann man im Prinzip sich das Bett dann bauen. Man darf halt nicht vergessen, irgendwo muss ja das auch alles hier in dieses Fahrzeug rein. Dann hinten natürlich nochmal Staufächer. Die sind auch gewohnt aus den Pepper-Varianten. Rechte Seite ist auch noch ein Staufach. Linke Seite ist ein Staufach mit auch USB-Dose, ist auch wichtig, dass man USB dann dabei hat. Ja, also an sich ist das ein richtig klasse Fahrzeug. Die Lichttechnik ist hier so ein bisschen über Schalter gesteuert.
ja, coole Sache auf jeden Fall. Schauen wir uns das Fahrzeug doch mal von außen noch an. So, von außen natürlich typisch VW-Bus-like. Und eins steht hier fest, auch wenn der Grundpreis teurer ist, aber er kommt immer gleich mit Full-LED-Scheinwerfern. Also er hat halt schon ein bisschen Ausstattung drin. Auch die Nebelscheinwerfer sind Serie. Ja, wir gehen einfach mal um das Fahrzeug rum. Der Aufbau hinten ist natürlich anders gestaltet. Als in den anderen Fahrzeugen, der ist halt etwas kleiner. Und ja, die Hinterrückseite ist natürlich gleich geblieben zu den anderen Fahrzeugen. Hier hat man auch die Möglichkeit, sich noch einen Fahrradträger zum Beispiel drauf zu bauen. Und dann haben wir noch die Versorgungsfächer, wir können da noch mal reinschauen. Ein richtig schönes, großes Fach. Ist auch von beiden Seiten begehbar oder beziehungsweise kann man von beiden Seiten rankommen. Und noch ein Fach für das Gas. Hier passt natürlich eine Gasflasche rein. Aber ist vielleicht auch ausreichend. Toilettenfach hier zur rechten Seite. Und zur linken Seite haben wir noch ein Versorgungsfach. Das sieht im Moment so ein bisschen danach aus, als wenn es noch nicht ganz fertig ist. Aber hier habt ihr auf jeden Fall die Versorgung des Fahrzeuges. In diesem Fahrzeug, so wie ihr ihn jetzt seht, der ist ja 5,88 Meter, glaube ich, auf jeden Fall unter 6 Meter. Genau. Absolut genial. Das heißt, absolut altstadttauglich, weil die Garage richtig groß ist. Also wer eine VW-Garage kennt, wird hier zufrieden sein, weil er hat auf jeden Fall sie immer noch. Und dieses Fahrzeug gibt es noch in einem anderen Grundriss. Das heißt, da gibt es hinten den Eingang. Da blenden wir euch jetzt mal ein paar Videoszenen ein. Genau, so wie das jetzt im Prinzip so nochmal ein Unterschied ist. Also das Fahrzeug hat auch nämlich Besonderheiten und was Besonderes. Genau, gibt es aber definitiv in der Kürze hier bei vielen, vielen YouTube-Freunden und wir wollen nicht euch alles zeigen, es gibt noch andere und deshalb schaut einfach nach. Ihr seht gerade die ganzen Bilder eingeblendet, was so die Unterschiede sind, wie das andere Fahrzeug aussieht, inklusive des Namens von dem Fahrzeug. Uns hat auf jeden Fall das Fahrzeug gefallen. Ja klar, es ist natürlich alles etwas kleiner, damit muss man halt rechnen, aber er ist natürlich auch dadurch wendiger. Denn wenn wir das von unserem VW-Bus zum Beispiel her kannten, das war immer schön, in der Stadt mal schnell unterwegs zu sein. Er ist einfach agiler. Aber im Unterschied zu unserem VW-Bus, nein, du kannst mit diesem Fahrzeug nicht in eine Tiefgarage fahren. Das funktioniert nicht. Nicht, dass ihr das vorhabt. Genau, denn die Höhe ist zu hoch dann. Genau, dafür. Ich habe mich auch hier reingesetzt. Also es ist ein bisschen beengt, weil das Bett da drüber ist. Das für große Menschen, das muss man einfach wissen. Sonst in der Dinette selber, weil es nochmal abgesetzt ist, man kann dort relativ gut sitzen. Man sitzt dann auf Augenhöhe. Also an sich schon ein schönes, vernünftiges Fahrzeug. So viel zum Excursion von Weinsberg in der Edition Pepper. Ein rundum sorglos Paket für einen bisschen höheren Preis. Wie gesagt, wir haben mal nachgeguckt, der auf der PSA-Ebene ist der so ungefähr bei 65.000 in der Grundausstattung. Ist natürlich durch die ganzen Zusatzsachen, die der VW schon inklusive hat. Ja, du hast mindestens zum Beispiel auch 150 PS, das darf man halt auch nicht vergessen, denn da ist schon ein bisschen Leistung drin und auch LED-Vollscheinwerfer. Also klar, das muss natürlich auch irgendwo herkommen. Ja. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne Daumen nach oben, like das Video, kommentiert, habt ihr Fragen, gerne rein. Wir werden uns natürlich im Nachfeld noch informieren weiter. Und sonst würde ich sagen, sehen wir uns schon bald wieder beim neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ciao, ciao. Tschüss.